So, wieder Wasser gefunden, so weit, so gut. Und die Astralagie ist auch wieder voll. Dann dürfte es ja auch nicht mehr allzu lange dauern, bis wir bei der Stadt ankommen. Und Nurum ist krank geworden. Stopp, 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 stopp. Reiseoption. Reise unterbrechen. Bitte einmal Mürrem heilen. Talent anwenden. Krankheiten heilen. Mürrem. Zar sei Dank, sie ist geheilt. Und ein Belmar-Blatt weg. Davon sollten wir vielleicht auch noch ein paar mehr auf Vorrat kaufen. Das war jetzt sehr lustig. Zwei Schritte gegangen und gleich wieder Rast. So, Mürrem geht es wieder besser. Schöne Sache. Plötzlich wacht Mürrem auf und spürt, wie irgendetwas an eurem Gepäck rumschnüffelt. Als sie aufspringt, verschwindet ein Schatten im Dunkeln. Oh, das könnte irgendein Wildtier gewesen sein. Hinter der nächsten Wegbiegung taucht plötzlich eine Ork-Patrouille auf. An Flucht ist nicht mehr zu denken. Oh, das sind mal ein paar mehr. Da zaubern wir doch mal. Kampf. Fulminictus. Auf irgendeinen. Und sobald Gwendolyn dran ist, geht sie Richtung Mürrem. Und Gerogon und Tyrik gehen halt zu Yallen. Du machst. Ne, du schießt erstmal auf den da. Du wirst hoffentlich nicht umzingelt. So, du gehst dahin. Sichern. Du stürmst Richtung Yallen. Schaffst es sogar zu Yallen. Sehr schön. Oh, und schon ist sie eingekesselt. Also von Gerogon ungewollterweise. Da sollten wir sie schnell rausholen. Du, Ignifaxius, auf den neben Yallen mit 7. Ich denke mal, sie sind ein wenig zäher als die Goblins. In Kende. Jo, definitiv zäher. So, du zaubern Bewegung Acceleratus auf Gwendolyn. Haus D. Ein Ork flieht, sehr schön. Zaubern. Kampf. Ignifaxius auf. Können wir den da hinten erwischen? Nein. Na gut, denn den, der auf dich zustürmt. In Kende. Oh, der hat gut was abbekommen und greift trotzdem noch Tyrik an. Na gut, Yallen. Bewegung. Acceleratus auf Gerogon. Und es misslingt. Schade. Hauen wir den. Ah, die scharen sich schon wieder um Yallen. Nicht gut, gar nicht gut. Hau den. Sehr schön. Du mach mal einen Schritt zurück und schieß auf den. So, das Ganze jetzt nochmal. Bewegung, Acceleratus auf Gerogon. Komm schon. Ja. So, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass er ordentlich trifft. Und komm schon. Du zauberst nochmal Ifaxius. Und auf den aber nur mit, sagen wir mal, 5. Der müsste ja stark geschlagen sein. Aber anscheinend nicht genug. So, du hilfst damit. Schießt wieder auf den. Und jetzt muss Gwen dann gleich mal Platz machen. Du zauberst Kampf-Fulmen auf den hinter dir. Du haust weiter auf den. Der ist auch tot. Sehr schön. Dann kümmerst du dich auf den bereits angeschlagenen. Du sicherst. Du solltest zuerst mal Platz machen. Dann kannst du draufhauen. So, du läufst einfach mal eine Runde weg. Du sicherst wieder. Du kümmerst dich um den da. Ach, waren das gerade 18 Trefferpunkte? Wenn ja, dann war das mal ein richtig ordentlicher Treffer. Normalerweise ist Tyrik so zwischen 12 und 15 rum. Schade, dass wir Grimmring nicht mehr haben.
Das wäre echt praktisch hier wahrscheinlich gewesen. So, du hattest gerade 9 Bewegungspunkte. Wow. Kannst du den da treffen? Nee. Dann geh doch mal bitte dahin und versuch's nochmal. Nee. Dann halt dahin. Von da müsste es gehen. Du stellst dich neben sie. So. Und das war alles umsonst. Die Nahkämpfer schaffen das schon. Na, okay. Das Ganze gab nur 2 Säbel. Na gut. Aber dafür 5 Flugkarten. Und wer weiß, wie viele Erfahrungspunkte. Wir wollen Lagerplatz aufsuchen. Bewegungspunkte sind alle noch erhöht. Nochum hat 18 Proviant. Davon schmeißen wir jetzt mal ein paar weg. Und schieben dafür den Proviant von den anderen wieder zu ihr. Und schmeißen dann den Überschuss wieder weg. Oh, sie hat 10 Stück. Das können wir gleich wegschmeißen. 10, jo. Schmeißen wir einfach alles gleich weg. So, sie hat auch 10. Alles weg. Jo, sie hat noch 7. Gegenstand wegwerfen, jo. So, 19 Stück. Gegenstand wegwerfen, 7 Stück. Haben wir 12 auf Reserve. Ja, das muss reichen. Wir finden so häufig Essen. Da sollten wir da echt nicht so drauf achten. Ein Dampfstängel und Route, die geplant fortsetzen. Da ist schon die Stadt. Wir wollen weiter marschieren. Ganz lange. Wir finden wieder Wirselkraut. Und Schalafen. Ihr erreicht Norhus, einen wichtigen Knotenpunkt im Svelltal. Die Svel-Uferstraße führt durch den Ort und die Straße nach Riva beginnt hier. Wen wundert es, dass in einem solchen Ort eine große Herberge steht? Wollt ihr diese Herberge aufsuchen, am Fluss nach einem Schiff Ausschau halten oder eure Reise zu Fuß fortsetzen? Wir wollen erstmal in die Herberge rein. Wenn das so ein wichtiger Knotenpunkt ist, hat er doch bestimmt ein paar Geschichten zu erzählen. Deswegen sagen wir erstmal Hallo. Was fällt euch zum Thema Svelltal ein? Helvala bietet die letzte Gelegenheit, noch vor Tjolma über den Svel zu gelangen. Okay. Was weißt du über einen gewissen Salamanderstein? Wenn ihr auf der Straße nach Riva die Dornwasser hinter euch gelassen habt, zweigt nach Westen ein Weg ab, der auf die Straße zwischen Gashok und Quirasim führt. Aber die Salamandersteine sind Elfengebiet. Ich hatte eigentlich nach einem Salamanderstein gefragt. Aber verständlich, dass ihr da denkt, dass wir was anderes meinen. Und Fremde sind deutlich vollkommen. Ja, okay. Was weißt du über Sternschweif? Tja, was soll ich dazu sagen? Etwas über die Orks vielleicht? Neulich habe ich noch einen getroffen, genau zwischen die Schulterblätter. Hahaha. ja. Kannst du etwas über deine Reisen erzählen? Die Herberge hier ist für eine Nachtrast ideal geeignet. Nach Tjolma ist es nämlich genau ein Tagesmarsch am Svelufer. Sveltufer. Aber irgendwelche düsteren Gesellen machen derzeit den Weg nach Tjolma unsicher. Und weil der Svelt ab hier nicht mehr schiffbar ist, muss man schon einen großen Umweg durch die Marschen machen, um sicher dorthin zu gelangen. Wo ist Tjolma? Also ich hoffe mal, die Stadt im Westen ist nicht damit gemeint. Aber ein Tagesmarsch am Sveltufer entlang. Das könnte problematisch werden. Müssen wir uns gleich die Karte mal angucken. Oh, wir können die letzte Antwort ins Tagebuch schreiben. Das ist ja praktisch. Weiterreden. Wisst ihr was über die Zwerge? Geht nach Tjolma, da findet ihr das verräterische Pack. Starke Worte. Was mit den Elfen? In Wehrheim hat man Elfen schon mit den Ohren an Scheunentore genagelt. Okay, sehr angespannte Situation hier. Nun denn, es war wirklich nett, sich mit euch zu unterhalten. Na gut, dann gucken wir auf die Uhrzeit, 16 Uhr. Boah, da können wir uns doch mal ein Einzelzimmer leisten.
für, sagen wir mal, 2 Tage, damit die Astralenergie sich füllt. Und Talana soll bitte vorher meditieren. Für, ja, 9 ist okay. Na, misslingt aber. Okay, schlafen. Jo. Erstmal eine Nacht. Dann versuchen wir wieder zu meditieren. Wieder 9. Ja, schon besser. So, jetzt gehen wir hier raus. Und versuchen am Fluss nach einem Schiff Ausschau zu halten. Als ihr am Fluss ankommt, seht ihr gerade ein Boot, das flussaufwärts fährt. Sehr schön, da wollen wir hin. Als ihr dem Schiffer zuruft, ob er euch mitnimmt, entgeht er für 6 Dukaten bis Tiefhusen. Allerdings darf ich in Hilvala nicht anlegen, weil ich die Gebühren dort nicht bezahlt habe. 6 Dukaten, das hab ich. Aber so könnten wir diesen dunklen Gesellen wenigstens ausweichen. Ja, okay, das nehmen wir mal an. Auch wenn das sich so anhört, als wenn wir das Dorf da überspringen würden und irgendwo ganz anders hinfahren. Aber das muss ja nichts Schlechtes bedeuten. Also, Fall an, lassen wir den Schiffer zum Anlegen. Oh, wir fahren in die falsche Richtung. Aber anscheinend ist flussaufwärts nach unten. Und wir sind jetzt in Tiefhusen. Und die Musik ist hier echt komisch. Oh. Seht ihr das da hinten? Das sind keine Mauerzinnen, das sind Orks. Ja. Ich glaube, ich gehe mal wieder raus. Die Orks haben verboten, die Stadt mit Booten zu verlassen. Ah! Hinterhältiger Schiffer. Der wird bestimmt für den Ork bezahlt. Komm, wir versuchen mal über Landweg raus. Komm. Eine Gruppe spielender Kinder läuft schreiend auseinander, als ein finster dreinblickender, schwer gerüsteter Ork, offenbar ein Offizier, um die Ecke biegt. Ein kleines Mädchen strauchelt und prallt 3 Meter vor dem Ork hart auf das Pflaster, wo es weinend liegen bleibt. Schlagartig ist die finstere Miene des Orks verschwunden. Mit 2 schnellen Schritten hat er die Kleine erreicht und kniet neben ihr nieder. Vorsichtig und bemüht, das Kind nicht zu erschrecken, hilft er dem Mädchen wieder auf die Beine. Komisch. Einige Passanten, die am anderen Ende der Straße auftauchen, interpretieren die Szene allerdings anders. Mit wütendem Geschrei und größtenteils mit bloßen Fäusten gehen sie auf den überraschten Ork los, während eine Frau versucht, das Mädchen in Sicherheit zu bringen. Wollt ihr dem Ork beistehen oder euch aus der Sache heraushalten? Oh. Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage für unsere Helden. Ich meine, sie haben ihr Leben lang gegen Orks gekämpft. Das Feldtal ist von den Orks überfallen worden. Das heißt, wir haben allen Grund, stinkig auf die Orks zu sein. Aber dieser eine Ork hat freiwillig einem Menschenkind geholfen. Das heißt, vielleicht ist er anders als die anderen Orks und es könnte sich lohnen, ihn auf unsere Seite zu ziehen, um vielleicht irgendwelche Informationen über die Orks zu bekommen. Aber wenn wir das machen, dann werden die Menschen aus Tiefhusen auf jeden Fall tierisch stinkig auf uns sein. Oh, das ist echt schwer. Aber nein, das ist eine Ungerechtigkeit und das können wir nicht so stehen lassen. Wir versuchen das Ganze ein wenig taktisch, diplomatisch, wollte ich sagen, zu lösen. Wir stehen dem Ork bei. Mit eurer Ausrüstung seid ihr dem Pöbel zwar überlegen, doch sind diese in aller Überzahl und kommen aus allen Richtungen angelaufen. Das Blatt wendet sich erst, als einige Truppen bewaffneter Orks herbeistürmen. Plötzlich ist der Pöbel verschwunden. Und um euch herum steht eine halbe Hundertschaft kampferprobter Orks. Zum Glück ist eurem Schützling nichts passiert, sodass er die Situation klären kann. In akzentfreien Aventurisch bedankt sich der Offizier für euren Beistand. Dann folgen einige orkische Kommandos. Sekunden später steht ihr wieder alleine auf der Straße. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war? Aber vielleicht, wenn wir ihm nicht geholfen hätten, hätte er uns schikaniert oder hätte gesagt, er dürfte uns hier nicht rausgehen lassen. Wer weiß. Hier werden wir auf jeden Fall erst später wieder hingehen. Ich will hier unbedingt raus. Ich habe keine Lust, so nah bei den Orks zu sein, wenn wir nicht gut vorbereitet sind. Auch wenn anscheinend nicht alle Orks so schlimm sind, wie wir eigentlich dachten. Ja, wir wollen die Stadt verlassen. Wir wollen in irgendeine andere Stadt.
Westen? Ihr habt gerade erst Tiefhusen verlassen, als ihr eine Fährstation erreicht. Das Floß steuert gerade das diesseitige Flussufer an. Wollt ihr euch bei dem Fährmann nach einer Überfahrt erkundigen oder umdrehen und auf dieser Seite des Flusses einen Weg suchen? Wir nehmen die Überfahrt. Der Fährmann begrüßt euch mürrisch. Wollt ihr rüber? Macht 6 Silbertaler pro Person, wenn ihr wartet, bis ich genügend Fährgäste zusammen habe. Ansonsten 12 Silbertaler pro Person. Also über eine Dukate. Wir suchen uns lieber einen anderen Weg. Wir wollen jetzt nach Westen. Und auf dieser Seite des Flusses einen Weg suchen. Oh, das geht gar nicht. Wir kommen immer wieder zurück in die Stadt. Also müssen wir jetzt da mit dem Boot rüber. Na gut, erstmal speichern wir jetzt ab. Ich habe wieder 2 Folgen am Stück aufgenommen, wo ich es nicht wollte. Also ist das jetzt LP011. Und wir sehen uns gleich wieder.